So, hi zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play Argage, dem deutschen Videomagazin. Und ihr könnt es euch ja bestimmt denken, diesmal haben wir wieder eine kleine Klopp-Folge vor uns. Ich habe ja enormen Verlust gemacht und muss jetzt schauen, dass ich noch meine Silbererze zusammenbekomme jetzt für meinen Traktor und natürlich auch gucken, dass ich irgendwelche Materialien dabei bekomme, die ich verklopfen kann. Ich bin heute auch nicht alleine hier. Mein aktueller Interviewpartner holt sich nur gerade einen Kaffee und wird in Kürze hier zum Let's Play dazustoßen. Ich hoffe es zumindest, der ist jetzt schon ein paar Minuten weg. Und er ist wieder da. Und er ist wieder da. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße recht herzlich. Man nennt ihn auch Captain Schwartau, den drittbesten Captain des Servers und was er nicht schon alles für Namen bekommen hat. Herzlich willkommen, Vidico. Oder Vidico, genau, so rum. Ja, dankeschön und hallo zusammen. Ja, schön auf jeden Fall hier zu haben. Ich war etwas in Not. Ich muss sagen, er ist quasi jetzt der Aushilfs-Interview-Partner, weil mein eigentlicher Interviewgast leider erst heute Abend kann. Aber ich freue mich, dass du dich jetzt quasi freiwillig bereit erklärt hast, hier mit dabei zu sein. Ich wurde überfallen und abgeführt und hierher verfrachtet in den Aufnahmechannel. Ja, mein Assistent Pancake hat dafür gesorgt, dass er jetzt quasi hier zur Verfügung steht. Und wir quatschen heute ein bisschen über was wohl? Natürlich über Argage. Vidico ist ein Spieler, wie ich immer sage, der mittleren Generation. Das heißt, er kam in den koreanischen Client mit rein, als es quasi gerade erst losging mit den ersten Patches und Updates. Das heißt, er hat das Grundspiel vom Release gar nicht mehr so mitbekommen, sondern schon die ersten, auch teilweise wirklich erheblichen Veränderungen gar nicht mitbekommen, sozusagen. Und jetzt fangen wir einfach mal ganz normal an. Ich wollte mal fragen, wie bist du denn überhaupt zu Argage gekommen? Das ist schon eine Standardfrage, die eigentlich jeder als erstes bekommt. Die gute alte Standardfrage. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Ganz klar durch deine Let's Plays auf YouTube. Ja. Und du kommst, glaube ich, gar nicht so sehr aus dem MMORPG-Sektor, oder irre ich mich da jetzt? Nein, also ich habe Bekanntschaft mit WoW gemacht, ganz klar. EVE Online war auch dabei, also was Sandbox-lastiges. Und Archeage hat mich halt angesprochen, weil es eine Kombination von beiden war. Okay, und dann bist du quasi hier ins Spiel reingekommen und ich kann mich noch genau erinnern, als du damals angefangen hast. Deine ersten Eindrücke waren ja sehr, sehr impressive, so wie ich das halt eben mitbekommen habe. Das kannst du ja nochmal den Spielern wiedergeben, so deine ersten Stunden im Spiel, wie das damals für dich eben war. Ja, so die ersten Stunden im Spiel, die erschlagen einen. Also man wird förmlich überrollt von der Vielfalt, von der Pracht von Archeage, die man da vorgeführt bekommt. Und es ist einfach überwältigend und man ist wirklich überfordert am Anfang und es machen, also viele klammern sich wirklich an den berühmten Themenpark aus WoW und questen erstmal eine Quest nach der anderen und so war es bei mir auch und erst langsam taucht man in die Welt ein von Archeage und entdeckt wirklich, welche Möglichkeiten man noch hat und so langsam entdeckt man auch, dass Archeage doch in eine andere Richtung einschlägt als, sag ich mal, die typischen gängigen MMOs wie Guild Wars oder WoW. Das heißt, du hast quasi dann nach und nach deinen Platz gefunden und so wie ich das mitbekommen habe, ist dein Platz ja letzten Endes, du hast dich quasi dem Handel verschrieben, kann man so sagen, im Spiel. Das ist das, was dir anscheinend richtig Spaß macht, ne? Handelsrouten, ne? Richtig schön Profit, Kohle, ne? Also so denke ich mal, das Profit ist nun mal die Grundbasis allen, wenn man sich anschaut, was gute Rüstungsteile kosten, ne? Aufgrund des Crafting-Systems ist es nun mal sehr schwer, daran zu kommen, also diese herzustellen. Und somit sind diese natürlich unwahrscheinlich wertvoll und man kommt wirklich nur an diese Teile, vielleicht aus WoW, T1, T2, T3, so ähnlich, ist die Klassifizierung, kommt man wirklich nur, indem man entweder sich selber craftet, was ein normaler Aufwand ist, oder man bezahlt dafür Gold. Genau, und dann. Und da ist Handeln eine gute Einkommensquelle, unter anderem. Also, und du hast dich dann quasi wirklich, was jetzt im Bereich Handeln, vom Auktionshaus eher weg, denke ich mal, und mehr auf die Handelsrouten, was ja wirklich ein Kernelement des Spiels ist, hinbewegt, ne? Ja, aber man muss dabei, wenn man das richtig betreiben möchte, muss man auf jeden Fall das Auktionshaus im Auge behalten und nach Schnäppchen Ausschau halten, denn oftmals hat man da Möglichkeiten, günstig an die Zutaten, also die Reagenzien zu kommen für diese Handelskisten und spart dann noch einmal einiges an Arbeitskraft und Geld, als würde man die zum Beispiel selber anbauen. Ja, ja, durchaus, dem stimme ich auch ein bisschen mit zu, aber du baust auch viel Sachen selber an, oder? Ich habe Farmer und Gärtner auch noch, sag ich mal, als Zweitberufe, die ich am Hochskill bin. Genau, genau, genau. Und man kommt ja auch nach und nach jetzt rein. Du bist jetzt, denke ich mal, so ungefähr einen Monat. Oder wie lange bist du jetzt dabei? Tja, wie lange bin ich schon dabei? Ich würde sagen,
einen guten Monat, anderthalb Monate auf jeden Fall. Wie die Zeit vergeht, das ist unglaublich, ne? Wahnsinn, ja, Wahnsinn. Ja, jetzt bist du schon diese ganze Zeit erleben dabei und du hast ja auch zu einigen, ich sag's mal in Anführungszeichen, Wohlstand gebracht. Der eigene Traktor zum Beispiel, ne? Jetzt im Moment am Gucken so nach dem eigenen Häuschen im Grünen, dass quasi der Anbau noch mehr verstärkt werden kann. Ist es schwer, diese Ziele zu erreichen oder sagst du, naja, also so manche Sachen gingen dann doch eher etwas einfacher von der Hand? Also man fängt ja mit dem Ruderboot an und das erste weiterführende Boot wäre dann das Speedboot, also der leichte Segler, was schon, sag ich mal, die erste Hürde darstellt, denn man braucht einiges an Materialien und wenn man anfängt, sind diese nicht ganz leicht zu bekommen, also je nachdem, wie viel Zeit man investiert, ist das erstmal schon eine Hausnummer, hat man diese erreicht. Gut, Traktor ist natürlich ein Name, also oder ein Objekt der Begierde, was unwahrscheinlich viel Material kostet und dementsprechend viel Zeitaufwand. Und ich habe wirklich durch Zufall habe ich ein Blitzholz gefunden, in Anführungszeichen, also Free Farming quasi, was nicht auf einer Vogelscheuche steht und im Freien angebaut wird, meistens im abgelegenen Gelände. Da habe ich durch Zufall ein Blitzholz entdeckt und habe da mir dann meinen ersten Diebespunkt verdient, indem ich es geklaut habe. Und das zweite Blitzholz habe ich von einem Gildenkollegen bekommen. Und sonst wurde mir in der Gilde auch etwas geholfen. Aber ich sag mal so, zu 75% habe ich mir den Traktor dann schon selbst zusammengecraftet und die Materialien auch selbst besorgt, was enorm aufwendig. Und wenn man sich das kaufen würde, ich sag mal zwischen 300 und 500 Gold, je nach Preislage im Aktionshaus, da was unwahrscheinlich was eine unwahrscheinlich hohe Hürde darstellt für einen Spieler alleine. Genau, ich denke mal, ich habe es jetzt auch schon mitbekommen, man möchte ja immer helfen, also gerade auch jetzt auch in der Zeit, wo ich jetzt nicht mehr so viel jetzt skillenleitungstechnisch mache, trotzdem die Spieler irgendwie unterstützen, aber ich sehe schon, die meisten Spieler, die denken dann wirklich wie du, die möchten das wirklich auch dann so nach dem Motto, ich mache das jetzt selbst, finde ich auch richtig so letzten Endes, aber gerade so Punkte wie das berühmte B-Holz eben, ne, das ist halt, sage ich jetzt mal. Ich bin ja mit Liesel jetzt auch dabei, mir den Traktor zu beschaffen. Meine erste Baumfarm ist mir ja komplett geplündert und abgeerntet worden. Das kann natürlich auch passieren, wenn man sich die Sachen selber anbauen möchte. Und jetzt bin ich. Ja, das ist ärgerlich. Ja, ja, und jetzt geht es halt eben gerade an die Erze ran. Ne? Es ist ja jede Menge Silber vonnöten und diverse andere Geschichten. Da bin ich halt eben gerade dabei, mir die zu eigen zu machen. Das, was natürlich auch sehr zeitaufwendig ist. Deswegen, also, man hat wirklich so eine Crafting-Pyramide, wo man wirklich extrem viel unterschiedliche Materialien benötigt, um eben auch kleine Bauteile anzufertigen, was das Ganze eben noch mal komplexer macht als die typischen normalen Crafting-Sachen. Genau, so kann man das dann auf jeden Fall, so kann man das sehen. Also Crafting ist auf den ersten Blick hin, es ist ja wirklich das typische System, wie wir es aus WoW, Rift und Konsorten kennen. Mats in der Tasche, aufs Knöpfchen drücken und fertig ist der Lack. Das ist natürlich soweit jetzt auch wieder richtig. Aber die Materialien müssen eigentlich prinzipiell für die ganzen Bauprojekte weiterverarbeiten. Also man kann das Rohholz auf Deutsch gesagt nicht einfach an die Hülle irgendwie festnageln, sondern das Rohholz, genau. Das Rohholz muss natürlich erst auch mal zu Brettern verarbeitet werden. Absolut richtig. Und vielleicht, was ich noch hinzufügen würde, wäre die Vielfalt, also die es in WoW nicht so gibt. Also ich muss schon sagen, man hat Sachen, die man einfach nicht in WoW hatte, von der Vielfalt. Man baut alles selbst an, also alles kommt aus der Natur, aus der Umgebung, was man selbst setzen kann. Das ist schon, also man kann wirklich, wenn man den Traktor von Grund auf selbst craften will, fängt man wirklich an. Also fängt die Crafting-Kette wirklich beim Setzen des Samens bei der jeweiligen Pflanze, was man für das Produkt benötigt oder für das Bauteil. Und das ist schon eine unwahrscheinlich lange oder langwierige Produktionskette, wenn man das mal genau betrachtet. Ja, ich sehe schon, ich habe jetzt hier einen guten Gesprächspartner gerade für diesen Fachbereich des Farmings und so weiter jetzt gefunden. So, ich meine, gut, interne Strategien und so werden ja sowieso keine ausgeplaudert, aber so allgemein, wenn du jetzt einen neuen Spieler siehst oder hast, der sich auch gerade für das Thema Crafting, Farming, Handeln vielleicht auch interessiert. Kannst du so allgemeine Tipps vielleicht geben, ohne jetzt natürlich zu sehr ins Detail zu gehen, aber so allgemein, was würdest du den Leuten empfehlen, wenn sie in diesem Bereich sich gerade spezialisieren wollen in Archeage? Nun gut, man wird durch Archeage
durch die Questreihe. Das ist schon mal sehr gut. Also alle Leute, die questen, jeder kann questen. Es gibt Leute, die sind teilweise schon angewidert von Quests, weil sie einfach viel zu eintönig sind, weil die Story sehr oberflächlich ist. Aber wie gesagt, durch diese Quests wird man eben herangeführt an die kleine Vogelscheuche, an die große Vogelscheuche, die unter anderem auch eine Handelskiste beinhaltet und einen Handelsweg, den man beschreiten muss, erst einmal zu Fuß mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, um später auch dann an den Esel zu kommen. Das ist schon mal ein guter Einstieg, meiner Meinung nach. Man wird aber schnell, gerade wenn man jetzt nicht sofort die große Vogelscheuche hatte, so wie ich, sondern erst nur mit der kleinen auskommen muss, muss man einfach im freien Gelände anbauen. Man ist quasi, wenn man auch Sachen pflanzt, die mehr Zeit in Anspruch nehmen, mehrere Stunden, vielleicht sogar einen Tag und noch länger dauern, muss man wirklich im Freien anpflanzen und dann ist die Gefahr sehr hoch, dass ein gegnerischer Spieler oder ein Spieler der eigenen Fraktion sich das einfach nimmt oder sogar, wenn es noch nicht fertig ist, einfach mutwillig zerstört, indem er es ausgräbt und somit teilweise ganze Free-Farmen ja, niederreißt, was sehr ins Geld gehen kann, denn manche Setzlinge sind unter anderem recht teuer und 20 Silber ist am Anfang eine Menge Geld und wenn man da 10, 20 Bäume setzt, hat man mal schnell sein ganzes Hab und Gut verloren. Also muss man natürlich am Anfang muss man Explorer betreiben, also Exploring, wie du das eben machst, und wirklich die Welt erkunden und nach Plätzchen, sag ich mal, im Verborgenen Ausschau halten, was gar nicht so einfach ist, wo eben nicht so viele Leute vorbeikommen oder wo die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass dort niemand vorbeikommen wird und eventuell, dass das Ganze noch von einem Baum verdeckt wird oder es gibt, also die Geländearten sind vielfältig in ArchAge und es gibt kleine Flecke, da kann man anbauen. Also ich habe teilweise schon auf den höchsten Bergen Leute gesehen, die dort oben Blumen pflanzen, nur damit sie auf der sicheren Seite sind. Ja. Also eine direkte Empfehlung ist schwer, weil, wie gesagt, Exploring wird von vielen Leuten betrieben, aber die Wahrscheinlichkeit ist, oder also die Sicherheit ist auf jeden Fall höher, als wenn man direkt neben einem Weg anpflanzen würde. Ja, also das war jetzt wirklich sehr ausführlich, muss ich sagen. Das war, ja, das deckt sich so ungefähr auch mit dem, was ich empfehlen würde, auf jeden Fall. Genau. Und du hast ja angesprochen, gerade am Anfang wegen den Samen und den hohen Preisen, dass da natürlich ein gewaltiges Risikopotenzial auch dahinter steckt. Aber Genau. bist du eher da, also wo wir gerade beim Thema Risiko sind, bist du da doch eher der etwas vorsichtigere Spieler oder sagst du dir auch manchmal, komm, scheiß drauf, wir riskieren das jetzt einfach mal. Ne? Man muss im Leben auch mal was riskieren. Was denkst du, lohnt sich Risiko, wird man dafür teilweise auch belohnt oder wäre es in ArcheAge zu fatal, Risiken einzugehen in der Hinsicht jetzt? Das hängt immer davon ab, wie schwer der eigene Goldsack schon ist. Ja? Also am Anfang hat man wirklich, kratzt man die mageren Silber, wenn man aus dem Startgebiet rauskommt, kratzt man die Silberlinge zusammen und kauft sich Setzlinge für 2 Silber. Und wenn man da schon 10 Stück setzt, sind das schon mal 20 Silber. Bei 100 sind wir bei 2 Gold. Und zum Beispiel, ich habe angefangen mit Erdbeeren. Also ich habe Erdbeeren angepflanzt im großen Stil. Wirklich große Felder von 100, 200 Stück. Das waren meine ersten Ersparnisse und Erdbeeren dauern 4 Stunden, 4,5 Stunden. Wenn man sie in der richtigen Klimazone anpflanzt und auch noch gießt, dann kommt man so auf 3 Stunden, knapp 3 Stunden und die kann man auch im Spiel verweilen und in der Zwischenzeit was anderes machen oder das Feld, ich sag mal in Anführungszeichen, beschützen, was man es nicht wirklich kann, aber die Gefahr ist eben sehr gering, dass gerade in diesen 3 Stunden, also die Zeit, die die Erdbeeren benötigen, um zu wachsen, dass da jemand vorbeikommt, ist dann nochmal geringer, als wenn man, sag ich mal, sich ausloggt, 24 Stunden verweilt und dann wieder sich neu einloggt. Dann kann es sein, also so ist es mir schon passiert, dass ganze Farmen, also ganze Weinberge, Zitronenplantagen abgeholzt wurden oder rausgerissen wurden. Also das muss jeder letztendlich selbst entscheiden. Aber ich muss sagen, wenn es funktioniert, wenn die Ernte dann soweit ist, es lohnt sich auf jeden Fall. Also es ist ein Aspekt von ArcheAge, was der teilweise,
dass man im Verborgenen anbaut. Man könnte schon denken, man baut irgendwelche verbotenen Pflanzen an in irgendwelchen Wäldern. Genau. So fühlt man sich, ja, wie so ein Bauer im Verborgenen. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Man muss viel abwägen in dem Spiel. Es ist ja in fast jeder Facette des Spiels auch so, sei es jetzt PvP, PvE, Farming, Crafting, wie auch immer. In jedem Fall. Aber wo viel Licht ist, ist ja bekanntlich auch immer einiges an Schatten. Es gibt ja bestimmt auch Dinge jetzt an, jetzt wenn wir mal nur speziell auf Crafting, Farming, Handel zu sprechen kommen, da gibt es ja bestimmt noch einige Sachen, die dir vielleicht auch etwas sauer aufstößen könnten. Weiß ich ja nicht, vielleicht ist ja auch alles perfekt, das kann ich mir aber irgendwie nicht vorstellen. Was würdest du denn verbesserungsfähig jetzt an diesen speziellen Bereichen von Arc Age finden? Also was würdest du dir da eventuell fürs Game wünschen? Was ich mir fürs Game wünschen würde, na gut, es kommen ja noch mehr Gebiete. Gewisse Gebiete haben noch keine Handelsstation. Das wird auf jeden Fall nachgeschoben, soviel ich weiß. Es wird noch vielfältiger. Darauf freue ich mich. Solche Geschichten zum Beispiel, wir hatten letztes Mal in Golden Plains, also mein Gebiet in Archeage, was ein PvP-Gebiet ist. Und wenn da herrscht immer Scharmützel eine Zeit lang. Und dann ändert sich dieser Status zur Kriegsvorbereitung und dann hat man, wie gesagt, Krieg und danach hat man in der Regel immer 2 Stunden eine Waffenruhe. Und in dieser Waffenruhe stürmt der komplette Westen, der komplette Ostkontinent rüber und setzt dort an mit Schiffen, mit ganzen Flotten und craftet eben dort speziell diese Handelskisten vor Ort. In dem Fall sind es Kornkisten unterschiedlicher Art. Und wir haben da letztes Mal mit Traktoren den Roten den Weg versperrt. Also man konnte quasi mit seinen eigenen Traktoren den Handelskonvoi oder das Handelsvorhaben der Gegner blockieren. Und das ist ein Aspekt, der gefällt mir sehr gut, weil man kann keinen kriegerischen Akt vollziehen in der Waffenruhe. Man muss sich also auf andere Mittel zurückgreifen oder sich irgendwas einfallen lassen, womit man eben keinen Gegner beschädigt, aber trotzdem das Handelsvorhaben des Gegners beeinträchtigt. Und dazu gehören eben, dass man Brücken blockiert, also richtige Blockaden aufstellt, dass man eventuell Meeresengen oder bei Landzungen oder im Hafen, dass man einfach eine Seeblockade mit Schiffen aufstellt, um eben den Zugang der roten Fraktion zu verwehren. Und das sind so Geschichten, also passiver Widerstand in der Waffenruhe. Und das ist, was man meiner Meinung nach noch weiter ausbauen könnte. Also ich finde das wahnsinnig unterhaltsam. Und genial. Es ist, ja, wirklich, es macht riesen Spaß. Ich kann es nur empfehlen. Ja, ihr hattet da richtig Fun. Das Gelächter im TS war groß. Ich war da live dabei bei einer dieser Aktionen, die ihr gemacht habt. Ja, und was könnte man da noch, wie könnte man das noch verbessern? Also diesen Konflikt quasi oder dieses Blockierpotenzial? Das ist eine gute Frage. Ich meine, es ist ja schon einiges geboten, muss man ja ganz ehrlich sagen. Was man mit den Fahrzeugen jetzt schon für Möglichkeiten hat und auch mit dem PvP, sobald sie halt diese sicheren Friedenszonen verlassen. Ja, aber da geht ja bestimmt noch mehr, ne? wenn du das schon ansprichst, das Thema. Da musst du ja vielleicht auch was im Kopf haben dazu. Also ich habe mir letztes Mal vorgestellt, wie es wäre, wenn man gegnerische Traktoren oder Fahrzeuge beschädigen könnte, indem man Landminen setzt oder kleine Fallgruben, die eben das Fahrzeug vielleicht etwas beschädigen oder einfach nur festhalten für 5 Minuten oder für eine Minute. Das ist wahnsinnig viel Zeit. Oftmals kommen kurz vor knapp, also wenn die 2 Stunden schon sich dem Ende neigen, sieht man oftmals noch diverse Schiffskonvois anlegen an diversen Bereichen. Nachzügler. Genau, die typischen Nachzügler. Und da hat man die Chance, auch ganze Traktoren einzukeilen. Also ich habe letztes Mal gesehen von der Pirate Family, das ist eine Gilde, die sich der Piraterie verschrien hat von unserer Fraktion. Und die hat halt wirklich es geschafft, mit 4 Traktoren einen ganzen Traktor einzukeilen. Und wenn derjenige keinen 2-Traktor zur Verfügung hat aus seiner Mannschaft, um die Handelskisten eben umzuladen von Hand, dann kann dieser nichts mehr machen. Also er muss seinen Traktor aufgeben oder er wartet, bis die Waffenruhe sich dem Ende neigt. Also bis der Schamanzug genau. beginnt. Und dann verliert er seine ganzen Handelskisten und der Traktor wird zerstört, beziehungsweise beschädigt und muss dann eben repariert werden. Ja, es ist auf jeden Fall einiges da, was man in dem Fall auf jeden Fall machen kann. Gibt es irgendwas, was du richtig schlecht findest an dem System momentan? Crafting, Exploring, Planting, die ganzen Sachen da. Also Exploring nicht unbedingt, aber Crafting halt handelt die ganzen Sachen, also deine Spezialgebiete eben.
Teilweise ist es mittlerweile schon ziemlich hart, oftmals Gewinn von, also bei diversen Handelskisten zu bekommen, da die Grundmaterialien so teuer sind immer. Aha. Oder dass man versucht, eventuell das Handelskistensystem noch zu erweitern. Also ich würde mich freuen, wenn es wirklich mehr Waren geben würde und das Ganze noch bunter, vielfältiger wird. Also ein richtiges Handelssystem, vielleicht wer sich an das Spiel Patrizia 2 erinnert von damals mit den ganzen Waren, die da gehandelt wurden. Da wäre es, denke ich mal, recht interessant, wenn man da noch einige hinzufügen könnte aus diesem Bereich. So ganz typische Alltagswaren, eine Kiste mit Pelzen, typische, sag ich mal, Holz zum Handeln. Also wirklich, es gibt so viele handelbare Dinge, wo man einfach Handelskisten herstellen kann, um das Ganze noch vielfältiger, noch bunter zu gestalten. Wie gesagt, es ist wirklich schwer, weil wenn man an einer kleinen Schraube dreht, dann passiert so viel in dem Spiel. Das ist wirklich schwer runterzubrechen auf etwas. Insgesamt gefällt mir es sehr gut. Und da wirklich noch Sachen unterzubringen, die das Ganze verbessern, ist wirklich schwer. Ist eine schwierige Frage. Ja, ist aber schön, wenn es schon mal so weit zufriedenstellend ist. Natürlich, also eine noch größere Vielfalt wünsche ich mir persönlich für alle Bereiche im Spiel. Da kann es noch mehr Häuser geben, noch mehr Mounts, noch mehr was weiß ich. Von klar, Vielfalt, das ist ja das, was in so einem MMORPG wirklich zählt. Mehr, ja genau. Von allem genau, mehr. Ich will einfach nur mehr haben. Gib mir einfach mehr, richtig. Ja, es muss natürlich auch einen Sinn haben. Ne? Wenn die Sachen dann schlecht umgesetzt werden und dann vielleicht auch die Grafikmodelle lieblos sind, weil sie einfach nur nachschaufeln wollen. Deswegen schön bedacht, schön gemütlich, so fällt mir das hier bei XL Games eigentlich auch am besten, dass sie sich auch wirklich Zeit lassen für die Changes und dass dafür die Sachen auch wiederum richtig, richtig gut aussehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Fischerboot angucke oder eben das schon oft diskutierte Auto, das sind natürlich Dinge, das sind dann für mich absolute Highlights, wenn die ins Spiel reinkommen, ne? Genau, Step by Step und die Sache aber richtig schön rund machen, dann passt das. Genau. So, jetzt haben wir noch ein paar Minütchen über. Ich würde sagen, reden wir mal kurz über das strittige Thema überhaupt, wenn es um das Handelssystem geht. Reden wir über Liberty Island. Ich glaube, du wirst mit der Insel wenig Erfahrungen noch gemacht haben, oder? Ich persönlich, ich war noch nie auf Liberty Island. Ich habe es aber vor. Denn dort, wie gesagt, wenn man die Handelskisten abgibt, bekommt man, glaube ich, den besten Preis für die jeweilige Kiste, wenn ich richtig informiert bin. Exakt, das ist bei fast allen Kisten so, außer du holst sie wirklich aus den tiefsten Tiefen des Ostkontinents. Da hast du vielleicht Chancen, dass du sie in einem Stadtgebiet auf der Westseite höher wegkriegst. Aber normalerweise gilt für fast alle Kisten Liberty Island Most Profit. Auf jeden Fall. Genau. Aber das Problem bei Liberty Island ist ja unsere dritte Fraktion. Die Piraten haben sich ja da wirklich eingenistet, aber brutalst. Und haben ja diese ganze Insel im Beschlag. Ich weiß nicht, du warst ja gestern Abend nicht da, so wie ich es mitbekommen habe. Rage und Elaine waren gestern bei einem Handelskonvoi dabei. Das war ein kompletter Raid aus Westkontinentlern. 50 Aha. Mann mit 8 Handelsschiffen, die auf Liberty Island fahren wollten. Die Piraten haben 2 dieser Handelsschiffe zerstört, noch bevor sie bei Liberty Island angekommen sind. Und die anderen 6 Schiffe sind dann umgedreht und mussten unverrichtete Dinge nach Hause zurückkehren. Also Liberty Island ist im Moment wirklich von den Piraten, auch gerade auf unserem Server, so überrannt, dass es der absolute Wahnsinn einfach nur. Und damit haben sie sich ja wirklich als dritte Fraktion auch im PvP ganz klar herauskristallisiert und beziehen da auch Klarstellung und sagen, hey ihr Ostler, hey ihr Westler, wir sind auch noch da und uns gehört jetzt diese Insel, ne? Richtig. Das ist ein sehr interessanter Aspekt. Wobei ich sagen muss, es gibt also zu diversen Zeiten, wo, sag ich mal, recht wenig Online-Aktivität vorherrscht, habe ich schon erlebt, wie Rage oder Elaine sich auf die Insel schleichen und heimlich im Stillen und in einer Nacht- und Nebel-Aktion eine Kiste abgeben. Man kann sich ja, je nachdem, welche Talentbäume man hat, kann man sich ja unsichtbar machen, also den sogenannten Stealth gehen, wie beim Schurken von WoW, wie man das so kennt. Wenn man die Handelskiste auf dem Rücken hat, funktioniert das ja auch, nur man ist sehr, sehr langsam. Man wird aber nicht gesehen. Das Handelsschiff oder andere Kriegsschiffe haben ja auch noch das Radar dazu. Das heißt, viele fahren mit dem schnellen Segelschiff an die Insel heran, bleiben aber noch aus dem Radarbereich, wo sie denn denken, dass das Schiff dort vor Anker liegt. Und schwimmen dann den Rest hin oder fahren mit dem kleinen Stealth-Ruderboot an Land und versuchen da eben im Stealth sehr langsam, aber eben auf der sicheren Seite dorthin zu gelangen, zur Abgabestelle. Und bekommen dort, wie gesagt, nur mal zum Vergleich, man bekommt auf der Insel für 1 Goldkisten, glaube ich,
9 oder 8 Gold extra obendrauf? 6, 7 Gold. Oder? Das geht bei 5. Also die allernächsten Kisten sind bei 5 Gold 80 ungefähr. Und dann die 30% dürfen wir natürlich nicht vergessen, wenn es auf 130 ist, ganz klar. Richtig, ne? Dann geht es ja nochmal schön hoch. Aber so 6, 7 Gold kann man sagen, ja, ungefähr. 5, 6, 7 Gold. Also genau, man kann schon sagen, man bekommt das 6 bis 8-fache je nach Kiste oder teilweise 10-fache je nach Kistenart, was man eben bekommen würde, wenn man es auf der längsten Handelsstrecke im eigenen Kontinent handeln würde. Und das ist enorm viel, aber eben die Gefahr ist auch sehr hoch. Und wenn man sich vorstellt, wie viel Arbeitskraft teilweise durch Gildenaktionen, auch wie viel Herzblut man in die Handelskisten reingesteckt hat, man hat ein ganzes Lager, ein ganzes Konto voller Handelskisten angelegt, endlich bis zu diesem Tag, wo dann die Handelsflotte aufbricht zur Hohen See und eben dort bei der Insel die ganzen Sachen abzugeben. Und alles wird einem genommen. Das ist bitter. Ja, also das stelle ich mir wirklich sehr, sehr bitter das vor. Das ist sogar sehr, sehr, sehr bitter. Diese Erfahrung haben wir auch schon machen müssen. Um Gottes Willen, ist alles schon passiert. Aber es gibt da noch Alternativen, was auch relativ als gefährlich anzusehehen ist. Eventuell ist ja zum Beispiel auch Inistir, der Nordhafen des Ostkontinents, also Kajonat, um es genau zu sagen. Da bist du schon hingefahren, gell? Ja, das ist auch eine, sag ich mal, eine lukrative Geschichte. Zwar... Ich sag mal, das bringt vielleicht zweieinhalb Mal so viel. Aber man muss, wie gesagt, über den großen Jordan, also über die große See. Und dort besteht die Möglichkeit, dass man angegriffen wird auf hoher See. Es ist also ein etwas geringeres Risiko, aber nichtsdestotrotz nicht ungefährlich. Ja. Also man muss nach wie vor die Augen offen halten. Man sollte nicht unter besetzten Schiffen umhergondeln mit seinen Handelskisten. Ich sehe teilweise maximal 2 bis 3 Leute auf Handelsschiffen, die voll beladen sind, die über die hohe See preschen, wo ich mich jedes Mal frage, das ist Spiel mit dem Feuer. Nichts anderes. Brandgefährliche Geschichte in jedem Fall, da muss ich dir auch recht geben. Also Inistir war früher, bevor die Piraten sich so als dritte Fraktion herauskristallisiert, die Leute brauchten erstmal die Crime-Punkte, die Karma-Punkte, um wirklich Pirat zu werden. Als Inistir Friedenszeiten damals waren, also hat der Ostkontinent natürlich immer eine große Seeblockade rings um den Hafen gemacht. Das heißt, was quasi noch PvP-Zone war, haben sich mehrere Kriegsschiffe, Black Pearls, in einem Halbkreis schon fast aufgestellt, kann man sagen, von der Formation her, und haben versucht, die Schiffe, die ankommen, die Handelsschiffe aus dem Westen abzufangen. Und das war Spannung pur. Mittlerweile hat es ja etwas nachgelassen, weil die Piraten sich ja eher auf Liberty Island konzentrieren. Aber das Gefälle kann sich da jederzeit wieder verschieben. Ne? Also da sind wir im Westen nicht so. Wenn man zum Beispiel Long Sand sich anguckt, da ist ja meistens tote Hose. Also da kann man ja sogar auch als Ostkontinentler richtig safe größtenteils abgeben, müssen wir jetzt mal ehrlich sagen, ne? Ja, aber ich muss sagen, dass teilweise, ich sag, es gibt ja so typische Freibeuter auch. Also es sind zwar keine Piraten, aber sie haben auch keine Piratenflagge, keine Piratentech. Aber gerade im Hafen von Inistir werden dann wirklich die Schiffe ausgepackt und 3, 4 Leute versuchen einen mit Speedbooten. Also es gibt ja beim Speedboot jeweils eine Kanone. Man kann sich also Speedboot mit einer Kanone zulegen oder eben mit dieser Harpune. Und viele versuchen halt immer mit der Harpune das Handelsschiff zu harponieren und dann herauszuziehen. Weil man hat ja so eine Ziehvorrichtung auf dem Speedboot, um eben sich an Dinge heranzuziehen oder Dinge an sich heranzuziehen. Nur das Handelsschiff ist eben sehr schwer und es schlägt sehr oft fehl. Also bei Leuten, die sich auskennen mit einem Handelsschiff, da haben die eh keine Chance. Aber erst einmal mit dem Handelsschiff in den Hafen hineinzukommen, kann bereits von 2 großen Handelsschiffen verhindert werden. Und nochmal beim Anlegen, der weitere Aspekt ist nicht nur die Seeblockade, sondern auch die Landblockade. Bei Inistir hat man am Hafen, am Dock, einige Treppen, wo man hochgehen muss mit der Handelskiste, also wo man quasi vom Wasser auf das Hafengelände hinaufgeht, und dort stehen meistens Traktoren und positionieren sich so, dass man nicht dran vorbeikommt oder nur sehr schwer dran vorbeikommt, und das kostet Zeit. Wenn man ein vollbeladenes Handelsschiff hat oder ist auch mit einem Handelskonvoi dort, man muss 40 Kisten ausladen, dann kann man sich vorstellen, wie hoch es den Zeitfaktor nur hochschraubt, was einfach das Ganze ja schon sehr gefährlich macht, denn es kann jeden Moment kann die Waffenruhe zu Ende sein und man wird dort einfach zerbombt und zerlegt. So schnell kann man gar nicht schauen.
Genau, jetzt haben wir, das waren jetzt genug zu den taktischen Finessen. Wir sind jetzt auch mit unserer Sendezeit am Ende so ziemlich angekommen. Ich habe noch eine letzte Frage an dich, die mich persönlich interessiert. Wirst du an der Acumen Challenge teilnehmen, Vidigo? Die ist am Sonntag. Am Sonntag, oder? Dem 5. Mai. Diesen Sonntag ist das bei der Archcast. Also der Sonntag in 8 Tagen wäre das. Ich denke, dass ich daran teilnehmen werde. Das ist schön, dann melde ich doch mal bitte an. Okay, ich danke dir herzlich, dass du da warst und vor allem, ich denke mal, die Zuschauer werden es dir auch danken, dieser detaillierte Einblick in das Leben als Händler, weil du dich ja wirklich dem auch verschrieben hast. War wirklich gut. Hat mir auch sehr gut gefallen. Also gerade für einen Spieler, der jetzt noch nicht so lange dabei ist, hast du wirklich fleißig geübt und fleißig gelernt, muss man sagen. Respekt. Archage zieht einen auch wirklich in den Bann. Man muss sich da schon teilweise richtig losstoßen von dem Spiel, weil es doch so, ja, die eigene Welt zieht einen förmlich in den Bann. Das ist schön zu hören. Und mit diesen Worten, denke ich mal, können wir uns verabschieden. Die nächsten 30 Sekunden können dir für eine kleine Verabschiedung und wenn du nur irgendwelche Grüße loswerden willst oder so, einfach raus damit. Ja, also ich bedanke mich erstmal ganz herzlich bei dir, weil du mich auf das Spiel überhaupt gebracht hast durch deine ganzen Let's Plays. Auch wenn die Videoaufrufe nicht so groß sind, mach weiterhin. Toi, toi, toi. Also wirklich, gefällt mir. Und danke an alle Guildenmitglieder, die immer Support geben im TS und Hilfestellungen in jeder erdenklichen Lage. Und vor allen Dingen Zünder, lern endlich Traktor fahren. Ja, der Führerschein ist ja jetzt, glaube ich, angeordnet worden. Der wird vielleicht auch bald mal von gildenleiterischer Seite angeordnet. Ich habe mich gestern auch dabei erwischt, wie ich vor lauter Fußball gucken in einen Baum reingefahren bin und nicht mehr rausgekommen bin auf Liberty Island, als wir auf den Testserver Kisten abgegeben haben. Ja, wie gesagt, die Klickzahlen, was du gesagt hast, das spielt bei mir eigentlich. Ich hab, wie gesagt, auch mal Programm nur für 5 Leute gemacht. Ne? Ich mach's gern und ich werde es auch immer weiter so machen. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Ja, liebe Leute, ich würde sagen, das war's dann für heute. Ich gebe noch mal einen kurzen Überblick über das, was ich jetzt hier alles eingesammelt habe. Wir haben jetzt in dieser halben Stunde, wir sind jetzt mit dem Sonderbarren, den wir jetzt haben, den ich aber extra verkaufen werde, hätten wir jetzt 10 Silberbarren. Wir haben fast 2 Archium-Barren jetzt bekommen bei der Sache. Finde ich auch sehr schön. Die kann ich vor allem jetzt auch verkaufen, weil die nicht nötig sind für den Traktor. Ich habe einiges an Erz natürlich bekommen und Stein, natürlich jede Menge Kupfer noch. Gold war diesmal komischerweise keins dabei, aber das ist halt auch wieder die Glückssache bei den Rare-Vorkommen. Ich danke euch herzlich fürs Zugucken, wünsche euch einen schönen Abend, schönen Tag, schöne Nacht, wann auch immer ihr das guckt und sagt bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao zusammen. Und fertig.